Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wieder aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart zu einem Marktupdate an diesem Freitag, wo der DAX sich ganz ordentlich hält, über der Marke oder um die Marke von 11.500 Punkten herum, die er ja am Donnerstag zum ersten Mal in seiner Geschichte überschritten hatte. Im Zuge der Aussagen von Draghi, der gesagt hat, wir kaufen Anleihen sogar mit einer negativen Rendite. Am Montag geht's los, dieses billionenschwere Anleihenkaufprogramm, 60 Milliarden pro Monat. Das alles war natürlich für den Markt keine wirkliche Überraschung, aber nun geht's eben los und das sorgt insgesamt nochmal für eine gute Stimmung hier am deutschen Aktienmarkt. Es fehlen die Alternativen. Sie kennen diese Story, diese Argumentationen. Man sucht die Rendite und man geht weiter in den Aktienmarkt rein. Vor allen Dingen will keiner wirklich raus und diese Party hier verlassen. Also ein bisschen Luft holen ist hier heute am Freitagvormittag angesagt, aber immer mit Kontakt zu den Rekordniveaus. Und was hilft, ist natürlich der weiter schwache Euro. Der ist um kurz nach 10 unter die Marke von 1,10 gefallen. 1,0980, da lag er dann um 21:45. Da scheint so ein bisschen der Damm jetzt gebrochen zu sein. Und heute Nachmittag gibt es ja Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten für den Monat Februar. Und wenn die stark rauskommen, dann könnte das nochmal den Euro zusätzlich unter Druck bringen. Vor allen Dingen, wenn die Stundenlöhne, die durchschnittlichen, in etwa so gestiegen sind wie im Januar. Da sind sie nämlich zum Vormonat um 0,5% angestiegen. Naja, das könnte bedeuten, die Fed macht sich dann schon so ein bisschen mehr Gedanken um das Thema Inflation und das könnte ein Argument mehr sein in Richtung Zinsanpassung dann für den Sommer des Jahres 2015. Würde die Zinsdifferenz zum Eurogebiet noch größer machen und das heißt nach Lehrbuch, der Euro könnte dann weiter unter Druck kommen, weiter unter Druck geraten. Also dieser schwache Euro ist gut für die Exportwirtschaft und damit für den DAX und sorgt hier weiter für gute Stimmung. Continental weiter rauf, gestern gab es ja gute Ziele für dieses Jahr und die mittelfristigen Ziele, das kommt gut an hier bei den Analysten. Es gibt eine ganze Reihe von Häusern, die das Kursziel von Conti nach oben nehmen. Das hilft der Aktie auch Adidas weiter rauf. Air Berlin heute mit Verkehrszahlen für den Monat Februar wenig bewegt. Jung Heinrich in der zweiten Reihe mit Rekordzahlen für 2014. Und die sagen, der Bauer von Gabelstaplern, wir sind gut in das Jahr 2015 reingekommen. Also auch das sind gute Nachrichten, fundamental gute Nachrichten, denn ohne die kann eine Börsenhaus auch nicht funktionieren. Auch diese Aktie sieht gut aus, plus 2%. Schlusswort noch zum Eurex Sentiment Index, der begann im Plus und ist jetzt ganz leicht ins Minus gerutscht. Bis später, alles Gute, tschüss.